Herzlich willkommen bei einem weiteren Video von Rico Repan. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Tabellen bzw. wie blende ich Gitternetzlinien ein. Als allererstes fügen wir eine ganz kleine Tabelle ein. Dafür gehen wir auf Einfügen, Tabelle, klicken hier unten drauf auf den kleinen Pfeil und wir können die Tabelle unserer Wahl einfügen. Ich habe jetzt markiert und klicke. Sie sehen, die Rahmenlinien sind alle da. Wir wollen sie aber wegnehmen. Dafür markieren wir einmal die Tabelle, gehen auf Start und haben hier die Tabellenoption. Ich öffne und nehme die Rahmenlinie weg. Jetzt sehen Sie diese Rahmenlinie hier, aber nicht in jedem Fall werden Sie diese Rahmenlinie sehen. Ihr Computer kann ganz anders eingestellt sein. Am besten öffnen wir das Menüband und gehen und markieren die Tabelle. Und hier auf Tabellentools gehen wir einmal auf Layout und dort gehen wir auf Rasterlinien, nämlich hier. Auf der linken Seite Rasterlinien anzeigen, Rasterlinien ausblenden. Sie sehen, jetzt wissen Sie nicht, dass es sich um eine Tabelle handelt, wenn Sie das ausblenden. Wenn Sie wieder auf die Tabelle gehen, sprich erst einmal markieren und auf Tabellen, Tools, Layout, Rasterlinien anzeigen, dann haben Sie hier eine Tabelle in der Ansicht mit den Rasterlinien. Ich blende wieder alles aus und Sie können trotzdem noch erkennen, dass es sich um eine Tabelle handelt. Ja, ich hoffe, Ihnen ein wenig weitergeholfen zu haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß mit Word. Ihr Rico Repan.